Moin, hallo, herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir befinden uns immer noch auf Skellige und versuchen herauszufinden, was wir hier eigentlich machen wollen. Nutzloses Geplapper, das sagst du schon seit 30. Ich will Uma nicht mitnehmen, das ist nämlich nicht die Quest, die wir hier erledigen wollen. Entschuldigung. So, nee, das machen wir auch woanders. Gucken wir mal, ob wir Yennefer hier treffen können. Ja, können wir. Oh, und die ist gar nicht weit weg. Da sind wir ja direkt. Wir leben noch. Herausragend. Aber es geht uns schlechter. Bleibst du lange? Weniger Pilger bedeuten weniger Geschäft. Egit! Oder wie Huma sagen würde, er ist gezeichnet. Aber kannst du auch eine Axt führen? Ach, da sitzt sie ja schon. Du hast echt ein Talent, Freunde zu finden. Die haben mich provoziert. Mhm, hab ich gesehen. Du wolltest mit mir über etwas sprechen. Amos war Ipsis, ein Experte für Djinns. Schon mal von ihm gehört? In der kaiserlichen Bibliothek habe ich sein Buch gefunden. Er ist eines Tages nach Skellige aufgebrochen und wurde nie wieder gesehen. Ich habe ein paar Leute hier nach ihm gefragt. Manche erinnern sich noch an ihn. Warum interessiert er dich? Djinns können gefährlich sein und sind immer hinterhältig. Ich weiß, aber die Vorteile überwiegen das Risiko. Wenn ich einen Djinn zähmen kann, bedeutet das unglaubliche Macht. Das könnte uns eines Tages nützlich sein. Bist du sicher, dass dieser Magier einen Djinn hatte? Seine Bücher deuten darauf hin. Er beschreibt, wie er einen gezähmt und Kraft aus ihm gezogen hat. Weißt du, wo du suchen musst? Nach dem Magier und dem Djinn? Die Leute hier sagen, sie hätten Amos Schiff zuletzt vor Hindasfjall gesehen, kurz bevor ein Jahrhundertsturm losbrach. Dann werden wir sie kaum finden. Der Magier ist jetzt sicher Fischfutter und der Djinn ist auf und davon. Nicht unbedingt. Und selbst wenn, ohne einen Beweis gebe ich nicht auf. Hilfst du mir? Ich kann dir kein Gold anbieten, aber ich werde dir auf ewig dankbar sein. Was du anbietest, wissen wir schon. Wenn es so ist, dann helfe ich dir eben. Ich danke dir. Im Hafen wartet ein Boot auf uns. Komm. So, so, immer noch auf der Suche nach einem Djinn. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie ich sehe, hast du schon alles vorbereitet. Seht euch die Serie zum Witcher an. Woher wusstest du, dass ich ja sagen würde? Ich wusste es nicht. Aber ich wollte es riskieren. Scheißwetter. Du voran. Wenigstens einmal könntest du die Initiative ergreifen. Würdest du das denn zulassen? Das käme ganz drauf an. Ein bisschen Dirty Talk. Das wollte ich schon immer wissen. Was macht das? Die Hexe, wenn keine Basilisken aufschlagen oder Riesen? Alle Mann an Bord. Das Schiff mit dem Djinn ist irgendwo hier gesunken. Nicht gerade sehr präzise, die Spur. Ich wirke einen Zauber auf unser Boot. Dann wissen wir, ob unter uns irgendwelche Wracks liegen. Also gut, ran an die Arbeit. Was dagegen, wenn ich steuere? Hab ich denn eine Wahl? Nein. So, dann. Ja, dann fahr auch. Geralt, wie lange soll ich noch warten? Können wir endlich los? Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ich sitzen muss. Ich weiß nicht, ob die Sache mit dem Djinn so eine gute Idee ist. Wir haben schon einmal einen erwischt. Weißt du nicht mehr? Doch, klar. Rittersporn hat dabei fast seine Stimme verloren. Zum Glück hat dein Exorzismus sie gerettet. Das war sehr poetisch. Ja, woher hätte ich denn wissen sollen, dass die Beschwörung Hau ab und fick dich selbst bedeutet? Hättest du mal Fremdsprachen gelernt? Ziehst du mich jetzt den Rest meines Lebens damit auf? Natürlich.
Dein letzter Wunsch hat dir genau das gesichert. Ich habe mir gewünscht, dass wir immer zusammenbleiben und nicht, dass du dich über jeden meiner Fehler lustig machst. Pass auf, was du dir wünschst. Und wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, musst du ihn mit allen Konsequenzen akzeptieren. Natürlich. Und was deine Fehler angeht, ich wüsste nicht, warum ich nicht darüber lachen sollte, wenn sie amüsant sind. Da ist irgendwas. Auf dem Grund. Hier ist es zu tief. Du kannst nicht so lange tauchen. Du unterschätzt mich. Andererseits, darum habe ich dich um Hilfe gebeten. Ich wirke einen Zauber. Er wird deinen Herzschlag für kurze Zeit verlangsamen, damit du länger unter Wasser bleiben kannst. Esat ech krüde erütaun. Geschafft. Sei vorsichtig da unten. Okay. Wie ist das Bad? Ist das Wasser warm genug? Komm, ich kann es doch schon sehen. Und, wie läuft's? Jin, ich hasse es, wenn du meine Gedanken liest. Streng genommen tue ich das gar nicht. Ich nutze Telepathie. Außerdem hast du doch nichts zu verbergen, oder? Und falls doch, würde ich es bestimmt nicht zugeben. Siehst du irgendwas Interessantes? Ein Schiffswrack und eine Höhle. Da werde ich mal reinschauen. Gebrochene Masten, zerfetzte Planken und einen ganzen Schwarm Ertrunkener. Wahrscheinlich wurden sie von den Leichen der Besatzung angelockt und jetzt haben sie hier ihr Nest. Da ist auch eine Galionsfigur vom Clan Drummond. Das ist das falsche Schiff. Komm wieder hoch. Das hat sich ja gelohnt. Richtig hier reingeklickt. Und wohin jetzt? Wo uns die Spur hinführt. Aber die lassen wir hier. Und wenn wir den Djinn finden, was dann? Wünschst du dir ein schönes Haus, einen Palast und eine Krone? Reden wir noch immer über den Djinn oder sind wir jetzt bei einem sprechenden Fisch gelandet? Eigentlich ist das ja egal. Beide erfüllen Wünsche. Was sind deine? Das wirst du noch früh genug erfahren. Die Befürchtung habe ich auch. Ich will nicht hoffen, dass wir da hinten zu dem Schiff fahren. Da ist etwas. Noch ein Wrack. Mal sehen, ob unser Djinn da unten ist. Ich sage nein. Denn laut Videospielgesetz sind das immer 3 Versuche. Hier ist ein Wrack. Es liegt schon eine Weile da. Das Holz ist morsch. Sieh dich um, aber pass auf. Such nach irgendwas, was es als das Schiff des Magiers identifizieren könnte. Das könnte theoretisch. Hier ist was. Der Schild eines Gallaghers mit Symbolen vom Clan Haymay. Donars Clan. Dona hat noch in die Windeln geschissen, als dieser Schild hier gelandet ist. Steuerung unter Wasser ist nicht so richtig geil. Was da vorne ist, mein Pfeile. In der Seite stecken Pfeile. Die Fahrröhr benutzen solche. Jin, ich glaube nicht, dass eines dieser Boote dem Magier gehörte. Das sind alles gesunkene Langschiffe. Dann komm zurück. Wir müssen woanders suchen. Das wollte ich nicht.
nicht. Natürlich müssen wir aber noch so daten. Das war erst Schiff Nummer 2. So. Alter, hier. Ja, du setz dich da. Abfahrt. Du wirst immer besser. Es ginge noch schneller, wenn du mir hier unten helfen würdest. Ich hab lieber von hier oben alles im Blick. Ja, so wie damals, als wir den goldenen Drachen gesucht haben und eine Lawine uns erwischt hat. Als ich mich an den Überresten einer Brücke festgehalten habe und du an meinem Latz hingst und die Aussicht genossen hast, du erinnerst dich? Der Abgrund war wirklich atemberaubend. Die rauschenden Bäume, der Bach in der Tiefe. Ja, ich weiß noch. Aber was ich vor der Nase hatte, fand ich noch besser. Ganz schön schlüpfrig. Mit diesen Felsen da stimmt irgendwas nicht. Und da ist etwas am Grund. Ich sehe mir das mal an. Das ist aber nicht nett, das über Felsen zu sagen. Die Felsen sagen sowas aber ja auch nicht über dich. Stimmt doch mit dir irgendwas nicht. Oh. Okay, wir machen Kern. Oh. Oh, das ist nicht gut. Siehst du irgendwas? Irgendwas wird dem nicht gerecht. Ein riesiger Krater, als wäre hier ein Meteorit eingeschlagen. Das muss ich sehen. Kommst du auch ins Wasser? Nein, ich wirke noch einen Zauber, damit ich mit deinen Augen sehen kann. Entspann dich. Eisu feite bei dem en echte ilvait. Das ist kein Meteoritenkrater. Was denn dann? Der Effekt einer Teleportation. Irgendeine Macht hat einen Teil des Meeresbodens samt Felsen und allem im Teleportationsbereich herausgeschnitten. Ich habe schon immer gesagt, Portale wären gefährlich. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Such nach irgendwas, in dem ein Djinn sein könnte. Na gut, aber geh mir erst aus den Augen. Ist einfach zu eng für uns beide. Eisu, Felte, Bay. Silber, mit Perlen besetztes Besteck. Dieses Schiff muss einen verdammt reichen Eigentümer gehabt haben. Amos war nicht arm. Gut möglich, dass es sein Schiff ist. Ich habe das da unten schon liegen sehen, aber ich will auch wissen, was er hier zu sagt. Anscheinend nichts. Dann gehen wir direkt zu diesem Behältnis. Kein Djinn in Sicht, aber hier ist was anderes, das dir gefallen dürfte. Nämlich? Ein halbes Siegel. Das ist gut. Komm wieder hoch. Irgendwas hat diesen Korb in genau zwei Hälften geschnitten. Gewischt nicht mehr auftauchen können, tauchen wir lieber auf. Das dauert ewig. Ich habe nur eine Hälfte gefunden. Kannst du damit was anfangen? Ich kann damit die andere Hälfte finden. Innerhalb von einem Dutzend Metern. Und sobald wir die haben, dürften wir auch den Djinn finden. Exakt. Bereit? Bei drei bringe ich uns dorthin. Nein, nicht noch ein Portal. Hör auf zu jammern. Eins, zwei... Hoffentlich hat es dieses geklappt. Drei. Du hast gesagt, dass es auf drei losgeht. Das sollte ein Schatz sein. Schau, wir müssen die Gegend absuchen. Yen, nicht so schnell. Sag mir erst, was das überhaupt soll. Wozu brauchst du diesen Djinn? Aber das weißt du doch längst. Die Macht eines Djinns ist für Magier absolut unbezahlbar.
Das weiß ich, aber ich will wissen, wofür du sie einsetzen willst. Du würdest all das nicht machen, wenn es nicht wichtig wäre. Du hast recht. Es ist wichtig. Sehr wichtig sogar. Ach, wie lange geht das jetzt schon, Geralt? Die Sache zwischen uns. 15 Jahre? 20? Immer wieder trennen wir uns und kommen dann wieder zusammen. Irgendetwas zieht uns zueinander hin, ja. Aber ich kann nicht sagen, ob es ein echtes Gefühl ist oder nur ein Streich des Djinns. Also darum geht's, um meinen letzten Wunsch. Du hast dir vom Djinn gewünscht, uns für immer zu verbinden. Ich will, dass er diesen Wunsch zurücknimmt. Warum willst du das? Hab ich keinen Weil Spaß? Ich wissen will, wie es sich ohne anfühlt. Ob wir uns dann immer noch was bedeuten oder nicht. Und finde ich nicht wie, hallo? War mein Und Wunsch. Wenn ich gar nicht wissen will? Tut mir leid, du hast keine Wahl. Komm, suchen wir das Schiff. Gefunden. Das war ja nicht weit. Aber eventuell sollte ich mir mein Schwert nochmal ansehen. Das ist mein Silberschwert. Davon habe ich ja bestimmt noch eins oder zwei im Angebot. Alle zu schade dafür. Denn wir müssen auch möglichst ausgerüstet aus dem letzten Kampf rausgehen. Alles noch im Inventar haben. Nur so spielt man Spiele. Alles aufheben bis zum letzten Boss. Bis hinter den letzten Boss. Ah, nö, Zeichenintensität nicht. Was hauen wir denn da rein? Ist auch nicht so richtig gut, aber so, dann habe ich eben noch kurz gesehen, dass die austauschen ist. Ja, so. Und zwar nehmen wir die Bolzen noch dazu, die sind nämlich ein bisschen besser. So, jetzt können wir los. Amos war wohl ziemlich exzentrisch. Hat er den Djinn gebeten, die Hälfte seines Schiffs auf einen Berg zu hieven? Nicht unbedingt. Djinns sind ziemlich durchtrieben. Vielleicht hat dieser hier den Wunsch erfüllt und dabei verdreht. Wenn das so ist, dann wäre es mir lieber, du würdest dir nicht wünschen, dass ich aus deinem Leben verschwinde. Ich muss mir noch überlegen, wie ich den Wunsch formuliere. Wir sollten das Schiff untersuchen. Ja, das habe ich. Ich wollte jetzt auch zu der blutbefleckten Tür, aber du bist ja nach oben gelaufen. Hier ist nichts. Sieht das nach nichts aus? Ich nicht wissen, was bei ihm etwas ist. Eine Schere. Hier gibt es nichts Interessantes. Im Laderaum bestimmt. Interessant. Sag ich doch. Schuhe. Schicke Schuhe. Sieht aus, als wäre der Zusammenstoß mit dem Berg so stark gewesen, dass hier jemand aus den Latschen gekippt ist. Das Imperium der Elemente von Gian Battista. Der Magier muss hier geschlafen. Was mag das wohl bedeuten? Ah, okay, hier ist was gezogen. Blut. Da wurde jemand übers Deck gezogen oder die Spur wurde hinterlassen, als das Schiff auf die Seite gekippt ist. Nichts Interessantes. Hier gibt es nichts Interessantes. Na, ups. Dann gucken wir doch mal. Irgendwo muss ja hier aber was Interessantes sein. Mysterium der Mysterias mag das wohl bedeuten. Agnes von Glanville. Ist ja auch sonst nichts mehr.
hoch. Also viele Orte bleiben jetzt auf dem Schiff aber auch nicht mehr. Aber hier runter muss ich bestimmt nicht. Was mag das wohl bedeuten? Wo ist denn Jennifer hin? Nein! Hier irgendwelche anderen Menschen? Nach da vorne. Ja? Ja, hier ist nichts. Da kann ich leider nicht dafür. Jedenfalls habe ich noch nichts gesehen. Vielleicht bin ich aber doof auf den Augen. Blut. Da wurde jemand übers Deck gezogen oder die Spur wurde hinterlassen, als das Schiff auf die Seite gekippt ist. Ah, okay. Gut versteckt, der Prompt. Jen, das solltest du dir mal ansehen. Was hast du denn gefunden? Amos. Er sieht genauso aus wie im Buch, nur weil sein Kopf dort noch intakt. Meinst du, der Djinn war das? Nein, er würde seinem Meister nichts tun. Sieht eher nach einem Unfall aus. Als der Sturm losbrach, hat Amos wahrscheinlich gesagt, bring uns weg, irgendwo hin und wenn's auf einen Berg ist. Und der Djinn hat ihn beim Wort genommen. Sie sind hart gelandet. Amos prallte gegen die Wand und das Bücherregal hat den Rest erledigt. Hab's immer gewusst. Zu viel studieren bringt einen um. Wenn er beim Teleportieren gestorben ist, trägt er vielleicht noch das Siegel. Sieh an. Bravo. Komm an Deck, ich hab eine Idee. Wirklich? Die schauen wir uns noch an. Kann ja hoffentlich jetzt nicht mehr allzu lange dauern, die Quest. Aber das wollen wir noch wissen. Geh mal einen Schritt zurück. Was hast du vor? Den Djinn rufen und bändigen. Er wird nicht glücklich sein. Halt dich bereit. Kenjin, Fries Case dem Gyar. Case that is clear. Querit mi Kassel. Sicher einen Plan? Du musst ihn schwächen, während ich ihn in die Sphäre ziehe. Wollen wir es andersrum machen? Fände ich auch gut. Was läuft denn jetzt? Fasto, komm näher. Ja, ich kämpfe gegen eine Wolke. Ich spüre, wie er schwächer wird. Ja, prima.
richtig. Dein Meister konnte seinen letzten Wunsch nicht aussprechen. Ich kann dich nicht bannen. Wir können noch ewig so weiterkämpfen. Oder ich lass dich frei, wenn du eines für mich tust. Siehst du den Zauber, der uns verbindet? Nur ein Djinn kann den Zauber eines anderen Djinns brechen. Tu es, dann bist du frei. Du bist frei! Oder tot. Der Sturm ist vorüber. Ja, es ist vorbei. Wollen wir uns hinsetzen? Du siehst benommen aus. Bin ich nicht. Aber setzen wir uns. Geht's dir wieder besser? Ich sagte doch, es geht mir gut. Du musst mir nichts vorspielen. Es war ein harter Kampf. Vielleicht nicht so hart wie das letzte Mal, aber trotzdem. Kein Vergleich, finde ich. Damals war halb Rinde demoliert. Jetzt bin ich nur etwas geschafft. Danke, dass du mitgekommen bist, Geralt. Alleine hätte ich Probleme bekommen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier wäre, wenn ich gewusst hätte, worum es dir ging. Dann hätten wir niemals die Wahrheit erfahren. Ob ohne den Zauber irgendwas anders ist. Und? Hat sich was verändert? Ich hatte erwartet. Ich weiß eigentlich gar nicht was. Vielleicht ein Schwindelgefühl. Ich dachte, du würdest mir fremd werden. Dass ich dich anschaue und nichts dabei empfinde. Aber so ist es nicht. Es hat sich nichts verändert. Abfuhr oder nicht Abfuhr? Nein. Das ist ja eine nette. Vielleicht hat uns der Djinn ja auch reingelegt. Warum? Ich spüre nämlich auch keine Veränderung. Ich liebe dich, Yen. Und ich liebe dich. Was war das? Es kann nicht alles eitel Sonnenschein sein. Seltsam. Wir haben das so oft getan, aber das hat sich angefühlt wie unser erster Kuss. War er ja auch irgendwie. Ach, nach einem Ich liebe dich sollte ein Kuss auch anders schmecken. Wollen wir das ausnutzen? Will ich das ausnutzen? Oder gehen wir in die Friendzone? Nein. Vielleicht sollten wir ein paar andere Dinge ausprobieren. Amos Kajüte sah gemütlich aus. Nicht so schnell, Geralt. Wir haben später noch genug Zeit für gemütliche Kajüten. Aber die Welt wird nicht enden, wenn wir hier eine Weile sitzen. Friendzone. Ah, ist das schön. Die Geister von Skellige sind uns gewogen. Romantischer kann man eine Folge fast nicht beenden. Nächstes Mal reiten wir. Ein Pferd hätte es niemals den Berg runter geschafft. Und jetzt? Tja, ich muss nach Ysima. Wir müssen dem Kaiser schließlich Bericht erstatten. Ciri ist unsere Angelegenheit, allein unsere. Im Herzen vielleicht, aber so war das mit M hier nicht abgemacht. Wir müssen ihn aufsuchen.
bist deinem Herrn gegenüber ja schrecklich loyal. Er ist auch dein Herr, Liebster. Das weißt du ganz genau. Und wenn nicht, dann kann es sein, dass er dich daran erinnert. Was sein muss, muss sein. Ohne den Kaiser und seine Agenten hätten wir nicht erfahren, dass Ciri zurückgekehrt ist. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Na, wir reden erst einmal. Yen, was vorhin passiert ist... war sehr schön. Lass es uns nicht mit den Einzelheiten ruinieren. Ich werde den Baron aufsuchen, Uma mitnehmen und dann nach Kaer Mor hin weiterreiten. Ich werde dazustoßen, so schnell ich kann. Bis dann, Yen. Pass auf dich auf. So, die beiden gehen jetzt getrennte Wege und das tun wir für diese Episode auch. Romantischer als jetzt wird's nämlich nicht. Darum sage ich Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.